sind ja alle nicht so schlecht. Ich meine, das sind die Prüfungen da unten, wie Sudheim und Westerhof und die alten Rühle Schweiz und so. Ich finde, dass das sehr anspruchsvolle Prüfungen und schöne Prüfungen sind. Und es muss jede Rallye erst einmal bestritten und gewonnen werden. Ja, ich glaube, wir kommen auf dem Trockenen ja ganz gut zurecht und mir gefällt es eigentlich. Jetzt, ich fahre lieber im Trockenen und schönes Wetter. Mir ist das Wetter zu schön. Die Zuschauer werden sich freuen, aber Eis und Schnee wären mir lieber. Wir hoffen, dass wir so eine Platzierung 5. oder 6. im Gesamt schaffen können hier mit dem alten Auto und sind ja ganz zufrieden damit. Ja, von der Rallye was halten ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Wenn man von einem Monte Carlo kommt und sollte jetzt hier fahren, aber es sind die Bedingungen, die wir in Deutschland haben. Ja, aufgrund der Wetterverhältnisse, da wir ja nur ein heckgetriebenes Fahrzeug haben, aber Wetter ist natürlich bombig, glaube ich, dass wir in der Gruppe N wieder ganz vorne mitfahren können. Ja, die Sonne scheint genauso wie in Monte Carlo, also von daher gibt es keine große Umstellung bei uns. Wenn ein bisschen mehr Schnee liegt, wäre vielleicht mehr drin, aber so, wenn so warm ist und so trocken, ist für den Turbo schlecht und für den Allrad auch schlecht. Und mal sehen, was so los ist. So unterschiedlich können die Meinungen sein. Von allen Teams heiß herbeigesehnt, hat auch jeder einen anderen Wetterwunsch für die Rallye. Viele waren auf Eis und Schnee programmiert, doch Petrus wollte es ganz anders. Die Sachs Winterrallye wurde unter strahlend blauem Himmel bei vorsommerlichen Temperaturen durchgeführt. Einer der Top-Favoriten bei diesem Wetter, der amtierende deutsche Meister Sepp Haider mit dem Opel Kadett. Das Team um Jochen Berger hat über die Wintermonate viel gearbeitet und ein neues Fahrwerk entwickelt. Neu in die Meisterschaft eingestiegen, die Truppe um Herbert Hartke. Mit Ingvar Carlsson konnte ein renommierter Fahrer verpflichtet werden. Hartke hoffte für sein Team auf viel trockenes Wetter und natürlich auf Asphaltprüfungen. Schon dreimal Vizemeister, also lange dabei, Ronald Holzer. Der Bobinger strebt noch einmal den Meistertitel an. Ja wenn die beiden ersten Meisterschaftsläufe zu seiner Zufriedenheit ausgehen. Er ist hochmotiviert und hat auch seinen AM Lancia bestens vorbereitet. Ihr Ziel ist eindeutig die Meisterschaft 1990. Harald Demuth und der Mitsubishi Galant. Nach hervorragenden Ergebnissen im vergangenen Jahr in der seriennahe Gruppe N ist die Mannschaft von Ingolf Reiß jetzt auf ein Gruppe A-Auto umgestiegen. Doch die Zeit der Vorbereitung war für das Team aus Rüsselsheim sehr kurz. Top-Teile aus Japan fehlen immer noch. Schon die ersten Prüfungen zeigten den hervorragenden Leistungsstand des neuen Autos. Bestzeit in der zweiten WP, doch dann das frühe Aus. Motorschaden in Prüfung 7. Kalle Grundl, deutscher Meister 1985, ist mit dem zurzeit leistungsschwächsten Auto unterwegs. Doch es ist schon fantastisch, was er mit dem nur 180 PS starken Peugeot zu leisten imstande ist. Eine saubere Linie, immer am Limit. So sehen ihn die Zuschauer gern. Der Peugeot 309 überzeugt durch seine Standfestigkeit und ein absolutes Top-Fahrwerk. Die Mannschaft von Teamchef Jean-Pierre Boulanger präpariert momentan den 16-Ventil-Motor. Dann ist Kalle ganz sicher wieder ein Anwärter auf einen Platz unter den ersten drei. Abwarten und Tee trinken, so ist die Devise von Charlie Beck. Der neue Rallye-Golf ist erst ab April für den Sporteinsatz zugelassen. Mit dem Golf 16-Ventiler, der im Leistungsstand inzwischen weit hinterherhinkt, kann er nur auf Platzierung fahren, Punkte sammeln und auf den Golf G60 warten. Bei der Sachs Winter demonstrierte er am ersten Tag seine Reife. Aggressive Attacken, immer kalkuliertes Risiko. Doch mit dem ca. 190 PS starken Golf ist einfach nicht mehr drin.